TSG Baling eröffnet das Spiel. Spielen erstmal zurück zu Sascha Eisele. Und dann geht's in die Richtung des Torwarts Marcel Binanzo. Jetzt die Hereingabe von Kammerbau für Loris Meyer. Wird von Matthias Schmitz unter Druck gesetzt und dann dennoch die Hereingabe auf Kevin Dickelhuber. Ja, schade, Nico Blank läuft zwar den Torhüter an, aber er reicht ihn nicht. Jetzt Achtung, Leon Meyer, oh, und es gibt, ah, es gibt rote Kappe für Leon Meyer nach 9 Minuten. Einfach schneller. Und Leon Meyer hatte dann das Nachsehen und setzt dann das taktische Foul. Moritz Kuhn, aber da ist Niklas Ansitz mit dem Kopf in der Mauer und der Nachschuss dann von Moritz Kuhn an der Mauer vorbei. Geht ins Tor. Mit links in den Strafraum, Ansitz mit dem Kopf. Ah, schade. Zugestellt. Dickel Schmitz ist rechts. Dickel macht es allein auf. Dickel schießt, schießt, schießt. Oh! Und da ist er wieder. Da ist er wieder. Mit dem Finger auf dem Mund. Kevin Dickel. Seine linke Klebe hat zugeschlagen. Erneut. Siebtes Saisontor. Ah, wenn er gereizt ist, ist er besonders stark. Ja, Dickel zieht da in die Mitte. Zieht, er hat freie Schussbahn und zieht dann einfach mal ab. Kopf und ja, da ist der Ball wieder in den Reihen der blauen Loris Meyer. Komm, schieß, schieß, Loris. Hat keine freie Möglichkeit. Jetzt aus! Mit links aus 20 Metern an die Latte. Aus. Gut. Ein zu Kevin Dickelhuber, der wird direkt von Ramser gestört. Verliert auch den Ball. Jetzt Moritz Kuhn mit dem Schuss. Da ist Felix Dornebusch. Und dem rutscht der Ball unterm Handschuh unter den Händen durch. Diesen zwei bleibt und Tore der Blauen dazu kommt. Jetzt Christian Mauersberger mit rechts. Ah, ans Außennetz. Aber abgefälscht. Da war noch wohl ein Balinger dran. Bis 5 Minuten noch im ersten Durchgang. Ball kommt schon rein. Tor. Niklas Antlitz ist da. Und es steht 2:2. Ausgleich. Nein, natürlich. Paul Polauke. Wer denn sonst? Starke Kopfballspieler in der Abwehr. Machte auch heute den Ausgleich zum 2:2. Tolles Spiel. 4 Tore. Wird von Moritz Kuhn angelaufen, spielt raus zu Kammerbau, der jetzt mit der weiten Hereingabe. Da ist Niklas Antlitz mit dem Kopf. Ja, nein. Und Pfosten. Ganz knapp. Ein richtig guter Kopfball. Ist frei, Loris zeigt. Spielt mit dem Ball und Loris hat den Ball. Komm, Loris. Ah, hat auch schon mal die Latte getroffen. Jetzt mit links Loris, 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 legt den Ball rüber. Rutscht aus. Schuss. Schüsschen von Antlitz. Weiter geht's. Mausberger wird gefault. Dennoch die Loris, jetzt Loris Meyer mit dem Schuss. Abgefälscht und jetzt ist das Eisele, der von Antlitz verfolgt wird. Es liegt eben auch ein Balinger am Boden, der jetzt wieder mit der Hereingabe auf Paul Polauke, weil er so sehr Dickelhuber. Schuss übers Tor. Aber Mauersberger sieht ihn in die Mitte, schießt. Jetzt mit dem Schuss. Aber schießt Dickelhuber an Loris Meyer. Und dann kann Vogler gerade noch so nach links außen. Da ist aber wieder Mauersberger jetzt im 1 gegen 1 gegen Müller. Setzt die Grätsche, aber der jetzt mit der Flanke in die Mitte. Doch das ist richtig gefährlich. Kiefer, der abgeblockte Ball von Kiefer landet bei der TSG. Und dann ist es Eisle mit dem Schuss. Eben auch, weil wir nur zu 10 sind. Jetzt die Hereingabe. Paul Polauke kann den Ball rausköpfen. Der Ball landet bei David Breik. Der kann den Ball erstmal kontrollieren. Spielt zu Luigi Campagna. Der schickt da Halim Erolu. Halim Erolu jetzt gegen Vogler. Kann da den Ball sich vorbeilegen. Jetzt im Sprintduell gegen Vogler. Und Vogler war da etwas schneller. Kann zu Binanzer spielen. Jetzt der Ball kommt gut aufs Tor. Doch in die Hände von Felix Dornebusch. Das Spiel ist aus. SV Stuttgarter Kickers, TSG Balingen. 2:2.